einen wunderschönen, hier wieder live aus der schönsten Diktatur der Welt. Ich bin der Dennis. Willkommen bei Tücker auf Deutsch. Ja, ihr seht, wo ich stehe. Nicht viel reden, gleich rein. Ja, wir sitzen ja jetzt hier und warten darauf, dass der Vertrag fertig gemacht wird. Ich suche mir jetzt einen schönen Kaffee. Ich wollte eigentlich ein anderes Auto haben. Aber meine Frau hat mich überredet, dass ich ein bisschen sparsamer bin. Außerdem hat sie ein gutes Argument vorgebracht, oder Frau? Ja. Die macht ja jetzt auch ihren Führerschein. Machen wir übrigens gemeinsam. Ihr werdet mich also wieder in der Fahrschule sehen. Nach 20 Jahren, ja, ich habe einen Führerschein, aber ich mache das auch unter anderem für euch. Es schadet ja nicht, dass man zwei Führerscheine hat, man weiß ja nie. Das Auto zeige ich euch, zeige ich dir das Auto gleich, was ich kaufe? Nein, das soll eine Überraschung sein. Hast du ja eh jeder, ist egal. Anyway, wir müssten da den einen oder anderen Kompromiss machen. Die Vollausstattung gab es nicht. 2-3 Monate Wartezeit. Problem ist, alleine heute schon wieder 3 Kundentermine. 3-mal rausfahren und Firmenwagen sind alle in Benutzung. Pff, Tapo hier, alles machen. Ist wirklich mega viel. Gott sei Dank, Allah Shukür. Wirklich. Also geht nicht mehr. Außerdem steht ja auch wieder das Thema künstliche Befruchtung an. Also Gott will, wird das auch funktionieren. Deswegen, da müssen wir auch wieder 3-4-mal die Woche nach Antalya fahren. Das ist... man ist halt ein bisschen eingeschränkter. Ja, Kompromisse bei dem Auto haben wir gemacht. Ist Standardausstattung. Ist eine Farbe, die ich nicht haben will, weiß. Ist nicht der Turbodiesel mit 140 PS, ist der Benziner mit 180 PS. Aber das ist kein Problem. Ich werde das Soundsystem sowieso ändern. Klar. Der Wagen wird sowieso schwarz-matt foliert werden und statt der 18 Zöller kommen da 20 oder 21 Zöller drauf, schwarz-matt. Also von dem her, das sind alles Sachen, Kompromisse, da kann ich, glaube ich, ganz gut mit leben, denke ich. Ist das dein Wasser? Nein. Wir warten jetzt hier gerade, dass der Vertrag gemacht wird. Oh, ja. Ja, wie gesagt, kurz vor Ladenschluss, wir haben es jetzt, wie spät haben wir es, Frau? Ich glaube 20 vor 6. Ja, 20 vor 6, die machen eigentlich um 5:30 Uhr zu. Also last minute. Weil die Preise, ihr wisst es ja, die Inflation ist ja roundabout bei mittlerweile fast 20%. Ja, nächsten Monat sind die Preise wieder andere. Vermutlich, also gibt es sowieso keine Garantie, selbst wenn man jetzt was anzahlt. War auch eine Option. Wir waren am überlegen, ob wir 10, 20, 30.000 Euro anzahlen und dann halt den anderen Wagen nehmen. Wartezeit sind dann irgendwie 2 Monate oder noch länger, wenn es doof läuft. Ne, der Lockdown steht ja auch wieder vor der Tür. Und er konnte dann nicht versichern, dass nächsten Monat oder übernächsten Monat, wenn das Auto hier im Hause ist, dass es, wenn es da ist, ja. Er konnte den Preis, den gleichen Preis nicht versichern. Also in Deutschland ist es ja so, wenn du eine Anzahlung gibst, dann zahlst du die volle Summe, was an den Tag vereinbart worden ist. Aber in der Türkei ist es, spielt die Inflationsrate eine hohe Rolle. Also nochmal, wie gesagt, wenn das Auto, sagen wir mal, 50.000 Euro kostet und selbst wenn du die 50.000 Euro bezahlst jetzt, so wie wir das gleich auch machen werden, aber das Auto erst in 2 Monaten kommt beispielsweise so und sich am Kurs was ändert und es ändert sich ja ein paar Mal am Tag eine ganze Menge, wenn es blöd läuft, dann kann es sein, dass du dann nochmal nachzahlen musst. Das ist eine Besonderheit hier in der Türkei. Wie gesagt, also deswegen nehmen wir das so mit, wie es da steht. Schauen wir halt einfach. Ne? Ich würde sagen, wir schauen einfach. Ja, Frau, ich darf nicht mal Auto fahren, ne? Das Auto läuft auf mich. Ich würde jetzt entscheiden, wann du fahren wirst. Ja, scheiß Spiel. Das Schöne ist, ich muss heute nichts bezahlen. Ist super. Das Schlechte, dafür morgen. So, da wird ich backen. Ja, dann macht er den Vertrag fertig. Auf meine Frau. Und bevor der eine oder andere fragt, wieso nicht auf deinen Namen? Ganz einfach, sie ist türkische Staatsbürger. Bei mir ist die türkische Staatsbürgerschaft
noch nicht durch und ich möchte keine Gäste-Misafir-Plakasse haben. Ich möchte kein Gästekennzeichen haben. Ich möchte ein ganz normales Kennzeichen haben. Das ist der Grund. Ja, das ist er. Ich muss die Farbe sowieso ändern. Der muss schwarz-matt foliert werden komplett. Die Scheiben hinten alle schwarz und die Seitenscheiben auch schwarz. 21 Zoll schwarze matte Felgen. Ja, und natürlich Soundanlage dementsprechend ändern. Ja, okay. wie die Anlage ist, ich habe die mir angehört, ist ja normal Standardanlage. Also alles, was nicht Command Center ist, muss sowieso getauscht werden. Ja, so ist das halt. Aber das ist alles zu verschmerzen, alles machbar. Aber schon eine gute Tuning-Werkstatt, wo man dann die entsprechenden Teile machen kann. Da werde ich euch dann wahrscheinlich auch mit hinnehmen. Schauen wir mal. Ne? Minis. Name. Telefon. Telefon. Tucson, biraz Turbo GD 180 PS, Comfort. DC otomatik yani 2000 beyaz. 385.000 ile 300.000 göndereceksiniz yarın. 85.000 kalacak, onu pazartesi ayıracaksınız. Tamam mı? 07 kayıp, şasesi. Aracın teslimatı 21.09.2020 Salı günü. Tamam. Tamam. Aracın deposu dolacak. Teslim olacak. Tamam. Müşteri. Araç depo dolu. Ja, kauf meine Frau ein Auto. Teşekkürler, Schatz. Ich teşekkürler. Ay, los, Sir. Teşekkürler. Herzlichen Glückwunsch, Schatz. Den haben wir jetzt gerade gekauft, aber der wird schwarz foliert werden und die Scheiben auch verdunkelt. Dann wird er so wie der aussehen. Ja. Ich habe noch die Trittleisten gekauft. Ach so, die hat er jetzt hier nicht. Aber so wird der aussehen. Ja, am Dienstag kriegen wir den, ne? Ja. Dienstag, heute ist Donnerstag. Wird angemeldet, wird zugelassen. Die Steuer wird bis Ende des Jahres bezahlt. Ja, ich muss damit noch zur Tuning-Werkstatt noch das ein oder andere modifizieren. Werde ich euch wahrscheinlich auch mitnehmen, müssen wir mal schauen. Das Casco müssen wir noch machen. Wie gesagt, wenn es euch gefällt, Daumen geben, Abo geben, Glöckchen. Kennt das Spiel, denkt doch bitte an den Nova Property Kanal. Ist in der Infobox entsprechend verlinkt. Bleibt mir gewogen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Bis dahin habe ich die Ehre. Ciao, Leute.